Wir lassen einen abseilen. Nein, natürlich lässt Jeppo einen abseilen. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Weißt du das von Quali schon? Nein, was ist denn? Guck mal, die Kranzmänner haben Abra vergiftet. Quali wollte die nötigen Kräuter stehlen, damit sie gesund wird. Wieso vergiftet? Anscheinend arbeitet Kabil mit Unuratu und den Rebellen zusammen. Redet weiter. Okay, dann komme ich jetzt dazu. Verzeihung. Ah, Ishik, wie kann ich dir helfen? Ich suche Quali, den Sohn von Kabil. Oh, der arme Junge. Chimai, einer von Kukulkans Männern, hält ihn oben am Markt in einer Zelle fest. Jetzt wartet er auf den Au wegen der Strafe. Danke. Alles Gute, Ishik. So, wir gehen jetzt trotzdem nochmal links rum. Da ist was, da ist was, da ist was, da ist was. Links rum. Also eigentlich müssten wir hier jetzt gleich was finden. Da ist der da. Und über dem anderen sind wir gerade vorbeigelaufen. Was, warte mal, ist das hier unten drunter? Also eigentlich ist es hier drunter, ja. Entschuldige. So, jetzt gehen wir nochmal an das Ding. Den haben wir doch auch schon. Also alles, was grau ist, haben wir doch schon, denke ich. Ein kleiner Rat. Halte dich von der Wildnis fern. Da draußen lauert Gefahr. Näher gehe ich nicht ran. Und selbst dann werde ich dem Dschungel immer nur ganz kurz den Rücken zukehren. Ja, ja, das kennen wir nicht. Diese Gespräche und diese verräterischen Sachen. Hallo? Ihr seid am Fische fangen? Entschuldigung, ich muss mal hier durch. Das beschreibt etwas in der Nähe. Das Wasser unter mir schützt mich vor dem Wasser über mir. Aha. Ist da auch noch was zum Lesen? Anscheinend nicht. Okay, wir haben aber jetzt schon wieder was Neues rausgefunden. Doch, also doch da hinten drin. Dann hopp. Schon. Da! Nee, das ist was anderes. Also wenn ich das hier... Da sind wir doch in der richtigen Richtung. Das Wasser über mir, das Wasser unter mir. Und da ist noch eine Höhe. Ah, nur die Höhe. Aber wir waren doch schon in der Höhle. Okay, das gucken wir nachher nochmal. Irgendwas stimmt hier nicht. Komm schon. Gut.
Ich habe mal zu Hause einen Fisch gefangen, im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser sind, sagt Papa. Lustig, was? Nee, nicht lustig. Wichtig. Wichtig! Glaubst du, dass große Ereignisse auf einen einzigen Augenblick zurückgehen? Ich schon. Nehmen wir als Beispiel, was jetzt passiert. Hätten Amaru und Sairi während der Hungersnot nicht gestritten und hätte Sairi nicht gegen Amarus Wunsch darauf bestanden, dass er die Sicherheit der Grenze verlässt, um für das Dorf zu jagen, dann wäre heute vielleicht vieles anders. Denn Amaru fühlte sich schuldig am Tod seines Bruders. Ich war in der Nacht dabei, als sie Sairis Leiche aus der Wildnis brachten. Die Trauer. Oh, was ist da hinten? Hier waren wir auch schon. Ach, jetzt sind wir hier. Alles klar. War der nicht da drüben hinter uns? Genau, hinter uns ist er. Hoppala. Können wir ihn jetzt lesen? Also er ist gelesen. Ich verstehe nicht manchmal diese Sachen. Es ist grau. Ich kann nicht mehr tragen. Es ist voll, es ist nicht voll. Da können wir auch noch hin. Danke. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Komm, stell dich nicht so an. Dann müssen wir unbedingt zum Verkäufer gehen. Wir nutzen eine Kombination aus Gefriertrocknung und Salz, um nahezu alles Essbare zu konservieren. Okay. So. Story abgeschlossen. Alltag der Inka. Okay. Ich habe immer noch das Problem, wie kommen wir jetzt da hoch? Moin, OJ! Und bestimmt von auf der anderen Seite, da drüben, ne? Da geht's nicht weiter. Da waren wir eben drin. Hier ist der Schrein, den haben wir. Hier kann ich wieder nur ins Wasser rupfen. Achso, warte mal, dann gucken. Nee, da ist nichts. Nee. Eigentlich hier wieder zurück. Taschen. Komm ich da rein? Warte mal. Tut mir leid. Nein. Niemand darf passieren. Oh. Benötigt Schlangenwachen-Outfit. Gehen Sie zu einem Basislager und rüsten Sie das... Was?
Okay, zeig mir. Guten Tag. Willkommen. Verkaufen, 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 verkaufen. Meine Taschen sind voll, ich kann nichts mehr verkaufen. Okay, dann schmeißen wir Jade komplett raus. 4000, ja, die geil. Die sind für uns. Oh, da haben wir auch. Sehr gut. Die Götter sind für uns. Dankeschön. So, was hast du? Rucksack. Großer isolierter Rucksack, der die Tragekapazität kompakter Fellbeutel. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir alles komm nicht. Komm bald wieder. Junge, komm bald wieder. Ja, Lack und Leder soll sie anziehen. So sieht's aus. So. Schubs! Oh, sind wir denn hier? So kann man auch schlürfen. Da unten. Diese Jademaske wurde einem Adligen bei dessen Bestattung aufgesetzt. Die Handwerker waren angeblich in der Lage, ein nahezu perfektes Abbild des jeweiligen Trägers zu erschaffen. Okay, warum liegt es jetzt da rum? Was ist der Sinn jetzt hier dabei? Muss ich nicht verstehen. Aha! Kein Heuschnupfen heute. Ich hab keinen Bock drauf. Nicht heute. So. Oh, da. Da kam er her. Genau.
Ja? Hey. Ah, was? So, wo müssen wir hin? Hinter uns unten, da. Wir müssen uns umziehen. Sollen wir uns umziehen in eine Geisterhaut? Ja, das klappt doch nicht. Ich bleib mal in der Geisterhaut. Mal gucken, was passiert. So. Dahin. Oh Gott. Falsche Richtung? Falsche Richtung. Machacha, 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 machacha. Was ist denn? Sei doch nicht so hektisch. Da lang, da lang. Hier drüber. Oh ja. Und dann rechts. Rechts. Jojo, du mich auch. Und jetzt? Rechts. Ah. Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Heute ein Diebstahl, morgen ist es ein Mord. Ein großer Sprung, findest du nicht? Willst du wirklich wissen, was ich denke? Wir sollten die kleinen Ratten alle zusammentreiben und ertränken. Jeder einzelne. Vor allem Jomil. Sein Vater mag eine Schlangenwache sein, aber er nicht. Oh. Was? Ich wollte da nicht hin, ich wollte dahin. Matata, 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 matata. Jawohl, matata. Kann man da hoch? Ja! Ich lauf doch nur an dir vorbei, Mensch. Alles klar bei dir? So. Okay, jetzt da hoch. Los, jetzt triff es! Daneben. So knapp. Versuch's nochmal. Hallo. Hallo. Hey, du bist Ishik von den Fremden, stimmt's? Ja, freut mich, dich zu treffen. Wow, cool. Ich bin Jamil. Was ist denn das für ein Spiel, Jungs? Es ist kein Spiel. Mein Vater ist eine Schlangenwache, ein Priester. Ich habe sein Messer genommen, um es meinen Freunden zu zeigen. Und Shimai hat's gesehen. Shimai weiß, was mein Vater mit mir machen würde und hat das Messer darauf geworfen. Er steckt fest. Oh, vielleicht kann ich was tun. Wow, wirklich? Danke. Es liegt da nur. Echt nicht runter zum Wasser gucken, ey. Wird so schlimm. Danke, Ishik. Gern geschehen. Hey, Moment mal. Die Erwachsenen hier verjagen uns immer. Du hast uns geholfen. Was willst du? Ruhe, ich rede mit ihr. Gut, was willst du, Ishik? Also, können wir zum Dank irgendwas für dich tun? Ich möchte Kuali helfen. Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Wir können nichts tun. Und Shimaye, die Wache, hasst dich. Würde Shimaye dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Warum? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Kuali. Klar, das ist gut. Oh, sag Kuali, wir treffen uns in der Höhle. Er weiß, wo das ist. Dort ist es sicher für ihn. Mach ich. Gehen wir. Asto, Raimi, mir nach. Samin, du deckst uns. Und danach zur Höhle. Zurück, Ishik. Wir machen dir den Weg frei. Kannst du mich vorne umziehen? Du Feigling.
Du wirst als Sklave enden. Spüre meine Klinge. Ja, und Lamaköttel sind köstlich. Lauf, lauf! Das ist alles meine Schuld. Bitte, es waren nur Kräuter. Bitte, ich arbeite... Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Wer bist du denn? Jemand, der helfen will. Ich habe das alles doch nicht gewollt. Ich wollte nur, dass meine Mutter wieder gesund wird. Wo sind die Kräuter? Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Danke. Hier sind die Kräuter. Ich renne so schnell ich kann. Wo soll ich hin? Zu Kabil. Du darfst nie hinaus in die Wildnis gehen. Oh, lass doch das arme Mädel in Ruhe. Das erzählst du jetzt ja schon seit 3, 4, 5, 20 Folgen. Kabil! Sagte ich nicht, du sollst gehen? Ach, halt raus. Quali halt, ist halt sicher raus. Und ich habe die Kräuter für deine Frau. Wirklich? Und willst du sie damit heilen oder um das Königshorn feilschen? Hier, die helfen dir. Sei gesegnet, Ishik. Kabil, du benimmst dich furchtbar. Gib ihr das Horn. Hier, mit Respekt für den künftigen König. Danke für einfach alles. Danke. Das Horn zu Uku und Unuratus versteckt bringen. Ja, ich weiß, da oben. Jetzt richtig? Ob wir wirklich richtig stehen, werden wir sehen, wenn er Licht angeht. Ha, ha. Da, da muss ich rein. Muss ich rein? Ja. Ich muss erst die Klamotten umziehen. Ich sehe furchtbar aus. Ich sehe furchtbar aus, definitiv. Das geht noch. Das ist okay. So, Digga. Du bist als Erste zurück. Jonas Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Nein. Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne. Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück? Die Männer, die anderen Dinge holen sollten, sind vor 3 Tagen aufgebrochen und noch nicht zurück. Glaubst du, ihnen ist was zugestoßen? Quenti macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenne ich. Jonah. Jonah hat recht. Das beschreibt Quenti perfekt. Ich hätte Quenti nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Zu welchem Ort? Der alten Zisterne. Dort werden Mankos Überreste vor dem Kult versteckt. Wer ist Manko? Der Bauer, der die Vorfahren von Zairi und Amaru vor Jahrhunderten aus Cusco in Sicherheit geführt hat. Wir nennen ihn den Bauernretter.
Wir brauchen sein Amulett für die Krönung. Warum wurde Manco versteckt? Mankos Anhänger sind bekannt als der Orden des Bauernretters. Daraus entstand diese Rebellion. Als der Kult von Kukulkan die Macht übernahm, wollte er den Orden vernichten. Manco wurde an einen geheimen Ort gebracht und bewacht. Aber mit dem Niedergang des Ordens schwand auch die Erinnerung an diesen Ort. Wenn du willst, könnte ich nach Quenti suchen. Du hast schon viel getan. Das Königshorn zurückzubringen war eine große Geste der Freundschaft. Es ist wirklich kein Problem. Vielleicht zeigt Quenti mir die besten Klippen zum Springen. Bitte ermutige ihn nicht. Der Eingang zur Zisterne ist eine Höhle über dem weißen Baum. Folge der Spur. Sie wird dich hinführen. Den weißen Baum finden. Folge der Spur. Jetzt mache ich aber trotzdem mal was, weil ich was wissen will. Audiosprache, Bildschirm, Grafik. Kann ich hier einstellen, wie viele Leute da drin sind? Nee, kann ich nicht. Nee. Das wäre nämlich ganz interessant. Gameplay. Leider nicht. Schade. Den Bergtempel betreten. Ach, darüber muss ich jetzt erst. Hey! Ja, da kann ich theoretisch rüber, aber da muss ich nicht hin. Da ja. Muss ich. Und hepp! Genau. Flatsch. Und da muss auch noch irgendwas drunter sein. Uchu sagt, der Eingang zur Zisterne war eine Höhle über dem weißen Baum. Ich seh's. Hier waren wir doch schon mal. Wie gesagt, hier waren wir doch schon. Da ist der Eingang. Warum schickt ihr mich noch wieder hierher? Okay, in der Höhle waren wir noch nicht, das ist richtig. Das hier zeigt einen Massenzug aus einer großen Stadt. Das muss Manco sein, der die Vorfahren der Priesterin aus Cusco hinausführt.
Okay, jetzt ist das Wandgemälde da hinten. Laut diesem Wandgemälde geht es nach links weiter zum Relikt oder geradeaus weiter, dass wir hier hinkommen. So. Links geht's weiter. Hier war seit Jahrhunderten keiner mehr. Das muss der richtige Ort sein. Das könnte ein Abbild des Bauernerlösers sein. Oh, wie süß. Der Kult von Kukulkan hat es möglicherweise gestohlen, um seine Verehrung durch die Peit. Die sterblichen Überreste des Bauernkönigs wurden an einen geheimen Ort gebracht. Wir wissen. Oh, wo denn jetzt schon wieder? Wie sieht das aus? Na komm. Also da ist jetzt zu. Im Moment zu. Ich bin auch nicht nach oben. Doch da. Jetzt haben wir dann mehrere Wege. Viele Wege führen nach oben. Wir gehen. Ah, da können wir zwar rein, aber das ist nur ein kleiner Raum. Der Raum geht zu. Oh. Noch ein kleinerer Raum. Aber sonst ist hier nichts drin, ne? Nee. Ja, vielen Dank, liebes Spiel. Das war nicht sehr toll. Was ist das da jetzt? Warum ist das da oben? Warum ist da eine Leiter gespannt? Wieso? Mankos Ruhestätte. Das sieht verdächtig aus. Die Seile nach rechts. Wie ich das wusste. Sieht aus wie eine Totenprozession. Der Orden versteckt Manko vor dem Kult von Kukulkan. Der Ort des Kukus-Clans. Scheiß die Wandern! Scheiße, nein. Oh Mist! Jeppo wusste das! Deswegen hat er gesagt, scheiß die Wand an. Ja, super Glatze. Obwohl, warte mal. Wie kommen wir jetzt rüber? Da lang und hopp. Und hier wieder Luft holen, bitte. So, ist toll. Hier waren wir schon, hier waren wir schon. Ne. Oh, Jolt! Holt sich das Gold? Hol das Gold jetzt. So.
Andere Seite? Scheint so. Begräbnispuppen, Töpferware und Kleidung wurden den Toten beigegeben. Das hier war mehr als ein Versteck. Der Orden hat eine Krypta gebaut. Wir sind noch nicht bei der Krypta. Wir haben jede Menge andere Kryptas. Krypten. Und noch weiter schwimmen wir nach oben. Runter. Genau. So. Da lang, oder da? Okay, hier müssten wir gleich stehen können. Lieber ein Stehen haben und nicht mehr sitzen können, als ein Sitzen haben und der nicht mehr Orden stehen können. Der Orden ließ Mitglieder als Wächter zurück, als er die Zisterne verschloss. So viele Knochen. Sie opferten sich, um diesen Ort zu schützen. Ich will noch mal gerade was gucken da draußen. Ist es da offen? Nee, da ist zu. Okay. So, das bewegt sich jetzt bestimmt noch weiter hoch. Also das Wasser. Oh, hier. Hier geht's hoch. Ja. Hallo, Manko. Gut, wo ist das Amulett? Bestimmt da drin, ne? Hier ist noch Jade. Jetzt muss es zurück zu Uchu. Durch diese Wand dringt Licht. Vermutlich noch ein abgeriegelter Gang. Ich glaube eher.